Ja, hallo, wir sind heute wieder Plattenfroster Television in einer voraufgezeichneten Radarfolge. Hallo Amelie. Hallo Stefan. Hat schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, wer dich vielleicht nicht kennt, du bist von Kampnagel, bist dort seit 2007 Intendantin. Und zu Kampnagel, naja, also darstellende Künste, Konzerte, Performances, Tanz, Theater. Ihr macht ja so alles mit einer internationalen Ausrichtung und mit einer lokalen Vernetzung. Zu Kampnagel muss man wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Oder denkst du, ihr seid durch und durch bekannt hier? Ich glaube, wir sind relativ bekannt hier in der Stadt, ja. Früher habe ich immer gedacht, es liegt an diesem von mir nicht so besonders geliebten Tanznagel, dass alle Kampnagel kennen. Aber ich glaube, inzwischen kennt man Kampnagel einfach. Ich merke es auch, wenn ich irgendwo mal ins Taxi springe, jeder Taxifahrer kennt Kampnagel. Und ich glaube, die meisten Leute auch. Ja, ich glaube sogar auch darüber hinaus. Ich meine, ist ja eines der größten Häuser, was die Art von Kunst und Kultur angeht, so, die es gibt. Ja, wir sind jetzt gerade Anfang Januar 2021. Bald haben wir 12 Monate Pandemieerfahrung. Wie geht's euch so bei Kampnagel? Wie geht's bei dir so mit? Also es ist bei uns auch nicht so viel anders als bei euch hier. Es ist viel leerer als sonst. Die Hallen sind nicht komplett verwaist. Also wir proben noch. Jetzt machen wir gerade so Abschlussarbeiten von den Studenten der Theaterakademie. Mhm. Die machen ihre Regiearbeiten. Das heißt, es ist ein bisschen Leben in den Hallen, aber es ist schon, es wird ganz schön zäh mit der Pandemie. Heute geht es mir gerade ganz gut, gestern war ich echt so ein bisschen, dachte ich, oh Mann, es hört ja einfach nie auf. Und du hast ja gerade auch erzählt, du rechnest bis Ende des Jahres geht nichts mehr. Also zumindest nicht Großveranstaltungszeug. Ich meine, guter Einstieg auch, oder das ist im Endeffekt, ich weiß nicht, ihr werdet zumindest zum Teil öffentlich finanziert. Habt eine Personalstruktur, eine Infrastruktur, die irgendwie relativ gesichert ist, wo auch eine Perspektive da ist, längerfristig zu arbeiten. Bei uns war es bisher immer so, dass wir durch einen Bierverkauf am Wochenende oder Thekenumsatz am Wochenende bei großen Veranstaltungen und Partys ein bisschen Kohle abzwacken konnte, um dann qualitative oder experimentelle Konzerte zu machen hier so. So müsst ihr ja nicht arbeiten. Ihr habt Budget und könnt damit fahren? So? Naja, also wir haben eigentlich ein Budget von der Stadt, was über 6 Millionen ist. Und trotzdem ist es so, dass wir für die Kunst eigentlich gar nicht so viel öffentliches Geld haben, weil wir einen großen Teil der Kunst selber finanzieren müssen. Das heißt, wir finanzieren die künstlerischen Projekte so im Wesentlichen so aus 3 Säulen. Wir machen Vermietungen. Neulich wollte der Chaos Computer Club kommen abends. Der kam ja dann zu euch. Wir haben halt die Einnahmen und wir versuchen halt möglichst viele Drittmittel zu holen, also Gelder, die wir beantragen und damit läuft der Betrieb, aber der Betrieb würde nicht laufen, wenn wir nicht doch ziemlich agil bleiben. Ja. Aber natürlich haben wir eine Situation, die total anders ist, als was du gerade beschreibst. Die Mitarbeiterinnen, die meisten, die bei uns arbeiten, sind fest angestellt. Die Künstlerinnen, die bei uns arbeiten, aber nicht. Ja. Das heißt, die sind eher in einer prekären, schwierigen Situation im Moment. Und das Gleiche gilt auch für unsere ganzen freien TechnikerInnen, die auch nicht, also die eben freischaffend sind und die wir im Moment natürlich nicht beschäftigen können, weil ja nicht so viel zu tun ist wie sonst. Um nicht zu sagen, deutlich viel weniger. Ja, also ihr habt auch eine Fehlbedarfsfinanzierung und die Überbrückungshilfen dazu so, mit denen ihr arbeiten und planen könnt? Genau, also also es gibt einerseits, muss man ja wirklich sagen, da muss man unseren Hamburger Senat loben, also die sind ja relativ achtsam mit ihren Kulturinstitutionen. Da gibt es eine Sicherheit, dass man uns nicht, wir sind ja auch noch vor kurzem Staatstheater geworden, was zwar nicht bedeutet hat, dass wir mehr Geld bekommen haben, aber wir sind so in der Obhut der Freien und Hansestadt. Da spüre ich schon einen Unterschied. Das schafft mehr Sicherheit. Das war auch erst jetzt im Mai letzten Jahres. Ja, das war im Mai. Das war quasi in der ersten Corona-Pause. Da hatten wir noch Spielpause. Wir waren ja geschlossen im Prinzip bis Ende Juli. Haben aber schon ein paar Sachen gemacht. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Da wurden wir dann es war schon vorher beschlossen und ich fand es aber schon cool, dass wir dann quasi mitten in der Corona-Krise offiziell zum Staatstheater gemacht wurden. Ja. Was eigentlich nur heißt, also es ist schon ein Unterschied, weil vorher waren wir halt wir sind immer noch eine GmbH, aber vorher waren wir halt eine GmbH in
freier Trägerschaft, die Hamburgische Kulturstiftung, die allerdings eine städtische Kulturstiftung ist, war unser Gesellschafter. Ja. Und jetzt ist es halt die Stadt. Und das ist schon ein Unterschied. Also man spürt, das verschafft mehr Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und auch für den ganzen Betrieb. Genau, das ist das, also was auch eine längere Perspektive aufzeigt, genau. So eine Planungssicherheit, genau. Trotz den Widerständen und Umständen gerade so. Ja, gerade in so einer Krisenzeit, denkt man mal, ist ein bisschen besser aufgehoben. Also ja. vor der Corona-Krise habe ich eigentlich gedacht, das macht nicht so einen riesigen Unterschied. Da dachte ich eher, der Unterschied ist eher so ein Image-Unterschied. Also während in ganz Deutschland nur Stadttheater und Staatstheater, Opernhäuser quasi als Stadttheater gelten oder als Staatstheater, ist es einfach zum ersten Mal in Deutschland, dass so ein internationales Produktionshaus plötzlich zum Staatstheater wird. Und ich fand, das war eher so eine Image-Sache, also eine Aufwertung von Seiten der Politik. Mhm. Aber jetzt in der Krise habe ich das Gefühl, das schafft tatsächlich auch eine viel größere Sicherheit. Ja. Wie siehst du das allgemein gerade? Ich habe so ein bisschen entsteht der Eindruck, dass quasi, also Kultur ist Freizeit, Freizeit wird zurückgefahren, Kultur ist ansteckend, also macht man das alles zu, aber die Leute sitzen weiter in Bussen, Bahnen und gehen zur Arbeit, beziehungsweise auch Konsum ist, momentan sind auch ja. die Einzelhändler innen zu, aber insgesamt ist ja die Gewichtung von wegen, wo dicht gemacht wird und wo offen gelassen wird, auch ein ziemlich eindeutiges oder was heißt eindeutig, aber es ist schon auch ein Signal, dass bei uns Kulturleuten so ankommt, von wegen, wo man denn eigentlich steht. Ne? Ja, also erstmal das mit der Freizeit, dass wir Freizeitveranstalter sind, finde ich natürlich Unsinn. Wir sind halt Kulturveranstalter und das hat die Politik ja auch relativ schnell gemerkt, dass das ein kleines Missgeschick war, uns da unter Freizeitindustrie einzuordnen. Kultur ist einfach viel mehr als shoppen gehen oder als in die Sauna gehen. Also die Art von Gemeinschaft, das ist aus meiner Sicht jetzt egal, ob du zu Kampnagel kommst oder auf die Stubnitz zu einer Party, zusammen irgendwo hinzugehen, Leute zu treffen, Freunde zu treffen, ja. sich auszutauschen, gemeinsam was zu erleben. Das ist was ganz anderes als shoppen gehen, wo du alleine in den Laden gehst und was kaufst. Und ich meine, jetzt bei dem zweiten Lockdown habe ich eigentlich von Anfang an gesagt, schlauer wäre es gewesen, alles zuzumachen, weil ich glaube nicht, dass es reicht. Wir wurden einfach zu den sicher super gefährlichen Orten deklariert. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so gefährlich, weil wir ganz schön viel gemacht haben, die ganzen Häuser, um möglichst sicher viel Sicherheit für unser Publikum herzustellen. Und diese Ungewichtung zwischen Kultur und Konsum sehe ich als problematisch, aber jetzt sind ja eh alle zu. Ja, klar. Aber ich war auch nie gegen die Schließung, weil ich meine, die Situation ist ja im Moment so dramatisch, man kann sich ja da nicht dagegen stellen. Also niemand sagt ja jetzt mehr, macht uns wieder auf sofort. Nur, dass wir immer die Ersten sind, die zugemacht werden und die Letzten, die wieder aufgemacht werden, das nervt natürlich, weil ich sehe dafür keinen Grund. Ich sehe auch das U-Bahn-Fahren als gefährlicher oder in einem vollen Einkaufszentrum rumzurennen, als in einem Theater mit Abstand zu sitzen oder hier bei einem Konzert, weil ohne Abstand, das trauen wir uns ja schon fast nicht mehr zu denken inzwischen. Ja, das hat ja schon mittlerweile auch, wenn man mal einen Film schaut oder sowas, der davor gedreht wurde, wo man manchmal kurz so innerlich merkt, so, die stehen aber nah beieinander, genau. Was ist denn hier los? Genau. So, genau. Ja, das ist diese Kulturarbeit. Ich denke immer noch, dass die Gewichtung so teilweise ein bisschen noch nicht angekommen ist. Vor allem mal nicht, wie weit das durchsinkt. Also gerade du hast auch gemeint, die KünstlerInnen, die bei euch auftreten, leben eigentlich in extrem prekären Verhältnissen oftmals, weil da keine Gagensicherungen da sind. So. Und das sind ja die, so Trickle-Down, wo irgendwie relativ wenig ankommt. Vor allem, wenn du eine junge Künstlerin bist, die gerade erst so angefangen hat und du nicht vorweisen konntest, dass du letztes Jahr im November schon so und so viel umgesetzt hattest als Solo-Selbstständige, dann bist du ja raus. Genau, so. Es gibt ja so ein großes Programm von der Bundesregierung, habt ihr ja auch beantragt, hast du mir vorhin erzählt, Neustart Kultur. Und da ist es eben tatsächlich so, dass viele rausfallen. Viele profitieren auch davon, aber viele fallen auch raus. Weil genau wie du gerade sagst, du musst nachweisen, dass du so und so viel Geld im letzten Jahr mit deiner künstlerischen Arbeit verdient hast. Ja. Da fallen junge KünstlerInnen aus, da fallen aber auch viele KünstlerInnen, die eingewandert sind, aus, die vielleicht erst seit 1-2 Jahren hier sind, die das System noch gar nicht kennen. Wir arbeiten auch mit einer ganzen Reihe von KünstlerInnen mit Fluchthintergrund, die fallen auch alle raus, weil die gar nicht die richtigen Papiere haben. Ja. KünstlerInnen mit Behinderung fallen raus, weil die kein Geld verdienen dürfen, wenn sie in irgendwelchen Einrichtungen sind und so weiter. Das heißt, es ist toll, dass es das gibt,
aber es deckt nicht die ganze Künstlerinnenlandschaft ab, total, diese Förderung. Ja. Also das kann man einfach nur konstatieren und das wird euch sicherlich auch betreffen. Wir haben sehr stark versucht, wir haben von dem Fonds Darstellende Künste, der einen Teil dieser Gelder ausgibt, haben wir so ein Künstlerresidenzprogramm bekommen, wo wir Künstlerresidenzen vergeben dürfen für 2 Monate, die auch mit 5.000 Euro sehr gut finanziert sind. Mhm. Was die meisten sicherlich dann strecken, würde ich mal davon ausgehen, ja, weil das ja relativ viel Geld dann ist für KünstlerInnen für 2 Monate, gerade in den Zeiten. Aber das ist super, dass es sowas gibt. Aber wir haben versucht, diese Gelder so zu vergeben, dass es eben auch KünstlerInnen bekommen, die eigentlich nicht so ganz den Kriterien entsprechen. Und das geht eigentlich nicht. Also man merkt dann, wem man diese Residenzen alles nicht geben kann, wie viele eigentlich rausfallen aus dem System. Das liegt ja aber auch, das erleben wir zumindest so in der Antragstellung, also die bürokratischen... Mm. Ist das deines? Ja, könnt ihr da Schnitt machen oder soll ich kurz ausmachen? Mach einfach kurz aus. Ja, oder? Sorry, das passiert mir normal eigentlich nicht. Das macht gar nichts. Das ist auch vielleicht eine kurze Nachdenkpause für alle, die gerade zuschauen, würde ich mal sagen. Okay, schon bin ich wieder da. Genau, das ist doch easy. Ja, also gerade auch diese bürokratischen Hürden, von denen man eigentlich spricht, dass die relativ niedrig gehalten werden sollen. Also wir erleben das als immensen Aufwand, Listen anzulegen, Rechnungen, Kalkulationen zu machen, nachzuweisen. Dann kommt der Liquiditätszufluss erst 3 Monate später. Bis dahin sind aber schon Mahnungen und andere Zahlungen eigentlich fällig. Und so geht das immer weiter. Und das gibt es, also ich sage jetzt mal, als Musik- und Kulturschaffende generell, also hier für alle Beteiligten, aber auch gerade für KünstlerInnen, wie du sie beschreibst, wo einfach bürokratisch nicht vorgesehen ist, dass es solche Existenzen gibt vielleicht oder nicht mitbedacht wird. So, es muss ja nicht mal böser Wille sein oder so. Es ist einfach nur... Da gibt es sehr wenig bürokratische Erfahrung, wie damit umgegangen werden soll. Ganz genau. Und es ist ja auch nicht so, dass alle KünstlerInnen in der KSK sind, in der Künstlersozialkasse, was dann so das Eintrittsgeld ist, um in diese Programme zu kommen. Und ich glaube auch, die Existenzen, die quasi so stark prekär und eigentlich von der Hand in den Mund leben, ich denke auch, dass sie im politischen System einfach nicht vorgesehen sind. Das wird nicht mitbedacht. Und ich glaube aber, das können wir aus der Krise lernen, dass es mitbedacht werden muss in Zukunft. Also wir können nicht einfach sagen, da fällt eine ganz große Gruppe und das geht ja auch weit über die Kunst hinaus. Also es gibt ja ganz viele Solo-Selbstständige, auch aus anderen Bereichen, ja, in all den Bereichen, in denen wir uns gerne bewegen, in Kneipen, in Restaurants. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo es Solo-Selbstständige gibt, in der ganzen Kreativwirtschaft und so weiter. Und ich glaube, man muss neu darüber nachdenken, wie die Solo-Selbstständigen abgesichert werden, weil die Systeme im Moment, das sehen wir ja, reichen überhaupt nicht aus. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Hilfen, weil der Politik auch klar geworden ist, es reicht nicht, was wir da bisher vorrätig haben an Möglichkeiten. Und das muss man jetzt halt neu denken. Also ich weiß zum Beispiel... Carsten Broster, der denkt über Kurzarbeit für Künstlerinnen so ein System nach. Da denke ich aber, wenn ich mir den durchschnittliche Einkommen von freischaffenden Künstlern, was unter 1.000 Euro im Monat liegt, anschaue, davon nur 60%, ist ganz schön wenig. Da wird es dann sehr problematisch mit der Mietbezahlung. Da bist du eigentlich schon wieder unter der Grundsicherung. Da bist du schon unter der Grundsicherung. Ja. Und insofern glaube ich, man muss es anders denken. Also mein persönliches Lieblingsprojekt zu dem Thema ist halt bedingungsloses Grundeinkommen. Dann wären alle fein raus. Ja, und man könnte tun und schalten. Man könnte tun und schalten, man könnte seine Kreativität ausleben und man könnte auch gut und unbürokratisch durch Krisenzeiten kommen. Ja, und mal nicht aufs bedingungslose Grundeinkommen, aber so im Dezember ging eine Petition auf als Kultur ins Grundgesetz, so heißt die quasi, wo es um kollektives gesellschaftliches Interesse von Kultur allgemein geht und um die Zugänglichkeit. Da bist du eine der Erstunterzeichnerinnen. Ja. Die Petition läuft. Was treibt dich da an, weiterzugehen? Weil eigentlich ist ja schon die Kultur, also Kunst und Kultur schon als die Kunstfreiheit im Grundgesetz drin. So. Genau, die Kunstfreiheit ist im Grundgesetz, aber nicht die Freiheit auch, diese Kultur und Kunst ins Grundgesetz zu packen, hat natürlich eine größere oder nochmal eine andere Dimension oder eine andere Stoßrichtung als die Freiheit der Kunst. Die Freiheit der Kunst
bezieht sich ja darauf, dass man dass jeder Künstler in seinen künstlerischen Äußerungen frei ist, solange er nicht anderen Menschen jetzt massiv schadet. Also man dürfte jetzt nicht jemanden auf der Bühne erschießen in echt. Also das geht natürlich nicht. Also auch da gibt es Grenzen. Aber ansonsten ist die Kunst frei und das ist ja auch ein wirklich wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Ja, auch einer freien Gesellschaft generell. Genau, und auch jeder freien Gesellschaft. Man sieht ja auch, dass in unfreien, in autoritären Gesellschaften gerne die Kunst mit Einschränkungen verpasst wird, mit Zensur und mit Verboten und mit Gefängnis teilweise. Ja. Aber bei dieser Petition Kunst und Kultur ins Grundgesetz, da geht es genau, wie du gerade gesagt hast, ja auch um alle, die von Kunst profitieren. Es geht nicht nur um die Künstlerinnen und deren Schaffen, sondern auch um die ganze Gesellschaft, um die Zuschauerinnen, um die Teilhabenden, nicht nur um die Akteurinnen. Und das ist sehr wichtig. Und ich habe zufällig erst heute gehört, was mir gar nicht klar war, dass in Frankreich ist das zum Beispiel der Fall. In Frankreich ist Kunst und Kultur im Grundgesetz mit vergleichbaren Klauseln. Und das hat einen Rieseneffekt, weil einfach dadurch, dass es da schon steht, gibt es per se eine größere Wichtigkeit, Anerkennung, gegebenenfalls auch mehr Geld. Also zum Beispiel in Frankreich sind Künstlerinnen viel besser als in Deutschland sozial abgesichert. Wenn die nur temporär arbeiten, bekommen die trotzdem den Mindestlohn, wenn sie dazwischen nicht arbeiten und so weiter. Das heißt, und es gibt auch jede größere Stadt hat ein Kulturzentrum, das staatlich öffentlich finanziert ist. Und zwar ein ziemlich großes oft. Genau. Also so Häuser wie Kampnagel gibt es in Frankreich, vielleicht nicht ganz so groß, aber fast in jeder Stadt, oft auch am Stadtrand, um auch in Problembezirken mit auch partizipativen Projekten, aber auch mit radikalen Kunstprojekten ein ganz anderes Publikum anzusprechen, als das in Deutschland so vorgesehen ist, wo ja Kunst und Kultur doch immer erstmal denkt die Politik ja an ein bürgerliches Publikum. Aber wir brauchen ja Goethe, viel, Schiller, Bach und so. Ja. Genau, Goethe, Schiller, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven. Aber wir brauchen ja eine viel größere Verbreitung von Kunst und Kultur. Und wir brauchen auch ein anderes Publikum. Und da ist dann für mich halt auch so wichtig, dass alle Kunstorte auch bestehen. Es kann nicht darum gehen, dass wir hier nur ein paar große Theater- und Opernhäuser und Konzerthäuser haben, sondern wir brauchen einfach diese breite Landschaft, auch mit ganz vielen leider prekär arbeitenden Institutionen auch, wo es besser wäre, die würden Förderung bekommen, aus meiner Sicht. Aber wir brauchen diese Landschaft, um auch viele Menschen an Kultur teilhaben zu lassen. Und wir brauchen nicht nur Kulturtempel, wo überwiegend ein bürgerliches Publikum hinkommt. Das brauchen wir auch, aber nicht nur. Aber das ist ja so ein bisschen das Modell, wie ich das zumindest so persönlich selbst in Deutschland wahrnehme. So, also du hast so einen hochkulturellen Sektor, der relativ gut durchfinanziert ist. Ja. Und dann kommt ab und zu mal was hoch, was vielleicht noch irgendwo so halbwegs mitspielen darf dabei. Mhm. So. Und der Rest, also dieser musikalische oder aktuelle Musik, alles, was es dort gibt, auch sonstige Kunstprojekte so, laufen eigentlich so als Nährboden unterhalb des Radares ab, so teilweise sowieso mit so halblegalen Veranstaltungen, weil es eh nicht genehmigt ist, dort, wo sie ansässig sind. Und auch der Eindruck so, wenn man so ein bisschen, also zumindest in der musikalischen Landschaft anschaut, also innovative Projekte aktueller Musik kommen zu großen Teilen nicht aus Deutschland, sondern aus umliegenden Ländern. Gerade Frankreich ist ein super Beispiel, eine wahnsinnige Dichte an abgefahrenen Bands mit neuen und anderen Arten des Spielens und des Sounds, den du hier, es ist kein Diss an die deutsche, also an die Kreativität, die vielleicht nicht da ist, aber einfach diese Möglichkeiten des sich Entfaltens sind da nicht da. Genau, und das hat natürlich auch was mit einer stärkeren Absicherung zu tun, wobei das kann man jetzt endlos, wird es seit zig Jahren beklagt, dass die Verteilung an Kulturförderung ist natürlich nicht besonders gerecht, also das liegt auf der Hand. Keine Ahnung, weil du mir es vorher erzählt hast, aber es würde mich trotzdem nochmal interessieren, wie ihr das hier so macht mit der Stubnitz. Das ist ja, das kann man ja auch mit Kampnagel überhaupt nicht vergleichen, mit einem Opernhaus, wo ihr eigentlich alle aus ehrenamtlich mehr oder weniger arbeitet. Nicht alle, aber der Großteil. Aber der Großteil. Jeden Fall, also zumindest im kulturellen Part. Ich meine, wir sind ja so ein Konstrukt von Industriedenkmal ist ein Verein und Kulturverein ist ein anderer. Und das sind zwei völlig verschiedene Systeme, die aber hier so ineinander greifen. Also der Raum ohne das, was wir hier sind, ohne das, was hier passiert, macht beides für uns zusammen generell keinen Sinn. So. Ja. Also du musst eigentlich diese Räume haben, die müssen funktionstüchtig sein,
das Schiff an sich selbst auch, sonst dürften wir gar keine Gäste hier haben. Also ohne Genehmigung des Seebetriebs keine Gäste möglich. Klar. Und nur da kommt man dann halt rein. Aber dass dieses Projekt Unsummen einfach auch schluckt an Instandhaltung, an Infrastruktur für Architektur und für alles, dass es funktioniert so. Und dann ist es halt, da kommen Leute dazu, die eine Weile was machen und dann auch wieder gehen. Und die Wissensvermittlung ist ja, aber das ist nicht nur hier so. Ich sehe das auch ganz vielen anderen soziokulturellen oder sei es jetzt bei Frappant im Pudel. Ich weiß nicht, wie das genau so im Detail läuft, aber da sind überall die Probleme dieser Musikhäuser, sage ich mal, die frei und unabhängig agieren. Klar. So, dass du halt einfach dieses Problem hast, dass der laufende Betrieb immer nur an einzelnen Leuten hängt, die gerade zu einem wahnsinnigen Teil reinbuttern oder halt nicht oder wegspringen. Und dann fällt manchmal auch ein Bereich einfach plötzlich völlig weg. Also bei uns ist eigentlich auch so, wenn dann die Person, die so ein bisschen PR und Öffentlichkeitsarbeit macht, wenn die morgen keinen Bock mehr hat, dann ist der Bereich erstmal dicht. So, dann passiert erstmal gar nichts mehr. Ich sage jetzt mal, ihr macht eine Ausschreibung für die nächste Stelle und dann kommt jemand und bespielt das weiter. Ja. Und dann bist du natürlich auch anders in der Öffentlichkeit im Bewusstsein, weil du permanent präsent bist. So. Klar. Und auch auf einem qualitativen Level. Klar. Also ich meine, verwandt sind wir natürlich unter dem Aspekt, dass wir beide so industrielle Erbe verbinden mit Kultur. Ja, das ist ja auch, das fand ich ja auch total super, wie wir bei Theater der Welt dann hier viele Projekte zusammen gemacht haben, 2017. 2017, ja. Genau. Ein paar Meter weiter vorne. Genau, da war die Stufe jetzt noch ein bisschen weiter vorne. Das ist für mich dann auch so ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Aber natürlich spüre ich die Unterschiede und da... Und wenn ich jetzt so eine Institution, sagen wir mal, wie Schauspielhaus oder Thalia Theater leiten würde, würde man sie vielleicht, ich hoffe ich nicht, aber könnte immer diese Unterschiede total vergessen. Aber für mich sind die halt sehr präsent, weil ich die ganze Zeit mit freischaffenden Künstlerinnen arbeite. Ja. Und da muss ich auch sagen, ist es in Deutschland, auch wenn viele aus dem System rausfallen, auch aus den jetzt Hilfssystemen, gibt es immer noch eine Grundsicherung, wenn ich in andere Länder gucke, wo wir mit vielen Künstlern arbeiten, mit denen wir jetzt im Moment eher zoomen oder skypen oder in digitale Aufträge geben, dass sie überleben können, da ist die Situation natürlich extrem. Ja? Da gibt es überhaupt keine Künstlerförderung. Die leben eher von ihren Tourneen überall in der Welt. Tourneen finden nicht mehr statt. Das heißt, wir sind ja als Metier auch... wenn auch, ich glaube, niemand kritisiert es mehr, wenn auch zu Recht, aber unser ganzes Metier, wir sind ja alle lahmgelegt. Also wir können uns jetzt noch überlegen, was machen wir im Digitalen und wir machen Podcasts und also ich überlege jetzt auch schon wieder, wann ich wieder so kleine Mini-Performances draußen 1:1 mache. Da muss man überlegen, wann könnte das sein, dass man wieder ein bisschen mehr darf. Weil das mich auch zu einer Frage, also das hatte ich mich auch im Vorfeld gefragt, Wiederaufnahme des Betriebes, irgendwann wird das kommen. Wie stellst du, also hast du gerade schon angefangen zu erzählen, wie du dir das so ein bisschen vorstellst. Ich sehe aber auch einen Riesenpunkt ist einfach, dass der Großteil der arbeitenden Bevölkerung, die nach einem relativen Tagesplan und nachts schlafen und tagsüber arbeiten und so ein bisschen Ordnung und Ruhe, die haben jetzt ja schon auch gerade gut Vorderwasser bekommen mit sehr viel Ruhe auf der Straße. Ich sage jetzt mal, wenn ihr auf Kampnagel wieder loslegt, auch draußen im Hof oder sowas, sieht das bei euch sicherlich auch nochmal anders aus, wie wenn jetzt hier wir auf Deck mit dem neu bebauten Teil hier da vorne mit ein paar hundert BewohnerInnen gegenüber dann loslegen, die dann abends sagen so, was ist denn hier eigentlich los ab 7:30? Das stimmt, die Leute haben sich jetzt an die Ruhe gewöhnt und Kartenspielen zu Hause oder so ein bisschen bürgerliche, spießige Nummern auch. Serien streamen. Aber Kartenspielen kann man jetzt ja auch schon fast nicht mehr, weil so viele Leute für ein ordentliches Kartenspiel darf man auch nicht mehr versammeln. Ja. Also ist das auch ein Gewohnheitseffekt? Ich könnte mir das echt vorstellen, dass diese Ruhe, die eingekehrt ist, die höchstwahrscheinlich dir und mir auf jeden Fall nicht so gefällt, weil wir sind ja Menschen auch des Nachtlebens, weil wir ja, also das ist bei uns wahrscheinlich gleich, wir arbeiten tagsüber eher so im Büro, Organisation, wie auch immer und nachts ist man halt irgendwo vor Ort und diese Ruhe, wenn ich nachts, so wie ich jetzt hierher gefahren bin, um 7:30 oder so, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja schon wieder die Stadt ausgestorben. Die Stadt ist ja in einem Zustand wie normalerweise morgens um 2 oder 3. Ja, oder wie das Land halt auch draußen, wo genau. um 7:30 die Bürger genau, die oder Bürgerwege wie das Land, wo niemand abends mehr draußen geht. Und
ich meine, man kann nur hoffen, dass die Menschen dieses Einigeln und diese Ruhe nicht so attraktiv finden, ja, dass wir alle, wenn wir dann wieder spielen und lauter werden, dass dann irgendwie ständig Anzeigen kommen oder die Leute sagen, ach, jetzt gehe ich nicht mehr oft ins Theater und ins Konzert, war doch so schön, immer zu Hause zu würfeln oder Skat zu spielen oder ja, Doppelkopf auch oder sonst irgendein Spiel. Ja. Ja, das ist, bleibt auf jeden Fall auch eine offene Frage. Und ich denke halt wirklich so, wir dass... Wir wissen es echt nicht, ja. Nee, was da vielleicht, haben auch alle plötzlich total Lust und so weiter, ja, und sind mega nachsichtig. Aber so vom Gefühl, wie man das so kennt hier, auch die, den Beat der Leute so, ist das, stelle ich das eher mal in Zweifel ein bisschen, ob das so viel... Ja, ich glaube schon, dass der wiederkommt. Also ich hoffe es zumindest. Also, ja, ja. Also ich denke schon, dass es auch ganz viel Sehnsucht gibt danach. Also ich würde sagen, bei mir im Betrieb gibt es niemanden, der nicht Sehnsucht danach hat, dass es wieder losgeht. Ja. Und wobei wir auch beide in der Bubble jetzt sind. Kriegen, ne? Ja, ja, klar, wir sind natürlich in der Bubble. Die Technikerinnen kriegen jetzt schon Sehnsucht nach den KünstlerInnen. Das habe ich auch noch. Wie geht's denen denn? Was, ja, machen die denn jetzt so? Und das ist ja auch super. Plötzlich in diesem Fehlen von all dem, was wir normalerweise tun, entsteht natürlich plötzlich auch wieder mehr Sehnsucht nach dem, was man tut. Weil... also das, daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben vielleicht als Kleinkind abends überwiegend zu Hause war. Das ist ja wahnsinnig ungewohnt. Ja, ja, das ist seltsam. Man hat ja noch so ein paar Schlupfwinkel, auch gerade wenn, genau, man so in der Szene irgendwie ist und eh noch trotzdem weiter den Betrieb hält. Genau. Ist jetzt ja nicht so, dass man plötzlich keine Arbeit mehr hätte. Eigentlich ist es ja fast schon so paradox, dass man sehr viel arbeiten muss, ohne dass man irgendein Ergebnis sieht. Also einfach nur, ja, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das ist paradox, aber das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend. Weil, also ich frage mich, ja, frag mich schon oft, ob ich irgendwas falsch mache, dass ich noch so viel arbeite, obwohl wir ja das, wofür wir arbeiten, nicht herstellen können. Ja. Also auf jeden Fall nicht im Kerngeschäft. Klar, gibt es viele Überlegungen und also wir machen das dann schon auch systematisch. Wie können wir die Digitalisierung vorantreiben? Weil jetzt ist ja Zeit, auch so ein bisschen auf Innovation zu setzen. Also wir waren da schon ganz schön weit, aber jetzt auch nicht. Also zum Beispiel die Kolleginnen vom Chaos Computer Club finden, dass wir in der digitalen Steinzeit waren. Also ich hätte jetzt gedacht, wir waren eigentlich schon halbwegs gut, aber... Das sehen die Kollegen, mit denen ich auch immer wieder Projekte mache vom Chaos Computer Club, ganz anders. Und ja, da ja, jetzt zu sagen, okay, wie können wir Tools auch mit denen zusammen, wie können wir da neue digitale Entwicklungen kommen, sowohl in Bezug auf Organisation als auch in Bezug auf die Kunst natürlich. Das ist jetzt halt auch eine Riesenchance. Wobei, und ich finde, die muss man auch nutzen, das ist total interessant, weil wenn man zum Beispiel am Theater für Konzerte, im Tanz mal anfängt, über Digitalisierung nachzudenken, dann bedeutet es ja auch, dass man in Zukunft auch Leute, die nicht live kommen, teilhaben lassen kann an dem, was man tut. Das hat man ja bisher, gedacht, wir machen es live. So eine hybride Form. Genau, hybride Veranstaltungen. Wir haben auch viele hybride Veranstaltungen gemacht in der Zeit, wie wir wieder offen hatten, aber mit begrenztem Publikum, weil eigentlich wollen wir ja für mehr Leute die Sachen zeigen, als nur ein Viertel unserer Räume voll zu machen. Also so war ja dann die Vorschrift, wir dürfen ja nur ein Viertel der Plätze besetzen. Und da haben wir schon angefangen, auch hybride Veranstaltungen zu machen. Und das, je nachdem, was es ist, hat es teilweise ziemlich gut geklappt. Bei Kongressen, finde ich, hat es richtig super geklappt. Ich glaube auch, das unterscheidet sich auch ein bisschen, sondern je inhaltslastiger und contentintensiver, genau, das ist, also so ein Vortrag, den kannst du dir wirklich mal, wenn er gut produziert ist, Fall, eine Dreiviertelstunde zu Hause anschauen. Genau. Ich denke aber so bei sowohl Theater als auch vor allem in der Musik, wenn der Schalldruck und dieses Raumgefühl nicht da ist, ja, stellt sich für mich auch die Frage, ob der digitale Ort überhaupt ein Ort ist. Ja, so, oder auch ein bisschen ein Unort teilweise, weil halt das, was eigentlich, um was es hier geht, die Nähe zu KünstlerInnen, zu anderen BesucherInnen und so weiter, ist ja dann gar nicht da. Also eigentlich das, was der Kern ist, dass wir zusammen mit der Band oder mit den Schauspielern, mit den Performance-Künstlern, mit den Tänzerinnen, dass wir gemeinsam in einem Raum sind und gemeinsam den Vibe, wie auch immer der ist, spüren, ja, das fehlt halt. Und die Frage, ob man das digital ersetzen kann, da würde ich auch sagen, man kann sich dem maximal ein bisschen annähern, aber man kann das natürlich nicht ersetzen. Wenn man es ersetzen könnte, könnten wir danach zumachen. Dann können wir sagen, ah, wir haben jetzt einen guten Dreh rausgefunden, wie, ja, wir digital weitermachen und brauchen gar nicht mehr die Menschen. Aber das ist ja Unsinn, weil wir sind ja Versammlungsorte. Die Menschen kommen hierher, um was zu hören, gemeinsam. Was auch meistens kommt man ja,
weil man sich für das Gleiche interessiert. Das ist ja toll, in einem Raum mit 200, mit 100, mit 500, mit 800 Leuten zu sein. Und man will das Gleiche sehen oder hören. Das ist ja eigentlich fantastisch. Und dadurch entsteht auch Nähe zwischen dem Publikum und den Akteurinnen. Und ich hoffe, dass das für viele Menschen einfach total unentbehrlich ist. Das ist Nahrung für die Seele, aber das hat auch was mit Identität und mit Vorlieben, mit Kultur zu tun. Und ich glaube, wir brauchen das einfach. Deshalb bin ich doch noch ein bisschen optimistisch. Ja, das, eigentlich sehen wir das auch. Ich meine, sonst würden wir ja auch nicht weitermachen. Eben, sonst könnten wir alle aufhören. Kannst du gleich einen Nagel reinhauen und Feierabend genau, machen. Genau, kannst losfahren, aber ich weiß nicht, ob es fährt, das Schiff. Ja, doch, es kann es. So, also eigentlich kann es auch das tatsächlich wirklich, aber so eine Tankfüllung irgendwo hin, muss auch erstmal finanziert sein. Ne? Das stimmt, weil sonst könntet ihr jetzt ja einfach mal eine Weltreise machen. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Ja, ja. Noch ein Gedanke. Ist und dann immer, wo man immer mal Weg. Anlegen und da dann so kleine Sachen machen. Das war ja eigentlich früher mal super. So. Ja. Wobei das wurde halt deutlich schwieriger, seit das Ansteuern von Häfen und von behördlicher Genehmigung irgendwo zu liegen und dann noch Kulturprogramm zu machen. Ja, ja. Als so eine Form wie das ist ja auch quasi ein Objekt, das es so eigentlich nicht gibt. Klar. Und deswegen ist es auch nicht vorgesehen in irgendwelchen Regularien. Aber also man macht jetzt ja nicht irgendwie eine Instandhaltung gerade seit 2018, um das nur als ein schönes altes DDR-Heringsschiff an der Kaikante liegen zu haben. So. Hoffentlich kommt da Schwung in die Bude. Um dann bald mal loszufahren. Genau. Ja, ich würde auch sagen, so hast du noch, wie sieht das für Kampnagel aus? Was habt ihr die nächsten paar Monate? Also wir hatten jetzt letztes Mal Ott Okodo da. Die hätten eigentlich eine Premiere bei euch im März. Ja. Wird die stattfinden? Also ich bin im Moment, ich war vor Weihnachten noch recht optimistisch in Bezug auf Februar und inzwischen bin ich in Bezug auf März auch nicht mehr sehr optimistisch. Ja. Also wir reden halt mit vielen Künstlerinnen, ob sie auch, dass sie darüber nachdenken, die Produktion digital zu machen oder im öffentlichen Raum, aber auch im öffentlichen Raum geht im Moment noch nichts. Ja. Also das kann man auch nur mit Wagemut anders konzipieren. Ich meine, jetzt wird ja viel gesagt bis Ostern. Ich habe noch so ein Mini-Fünkchen Hoffnung, dass es schon vor Ostern wieder losgeht, aber so richtig optimistisch bin ich nicht. Also ja. Im Moment geht es, wenn man diese Virenkurven anguckt, die sind so spooky im Moment, die gehen so hoch und runter, so ganz schnell. Und das stimmt mich nicht so optimistisch, weil die müssten ja eigentlich so runtergehen und das passiert einfach gerade nicht. Das zieht sich, glaube ich, noch eine Weile. Ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen und ich meine, wir haben jetzt gerade einen Film gedreht, wir arbeiten an Digitalprojekten, wir suchen auch neue Künstlerinnen, die im Digitalen sich richtig auskennen. Ich meine, Performance-Künstler, die meisten kennen sich im Digitalen nicht so gut aus. Das sind ja erste Versuchsbewegungen. Wie machen wir es eigentlich? Wie übersetzen wir eigentlich das, was wir auf der Bühne machen, ins Digitale? Das ist überhaupt nicht einfach. Und wir haben auch schon ein paar Sachen produziert fürs Digitale. Also von einer riesen Hip-Hop-Battle, wo sich aber Hip-Hop-Tänzer, zeitgenössische und Balletttänzer gebattelt haben, was wir einmal live gemacht haben und dann kam der Lockdown. Und dann haben wir es quasi international mit Hip-Hopern aus einem aus Burkina Faso, einem aus Frankreich und so weiter. Also eher dann so ein bisschen weltumspannend gemacht. Also es gibt dann so Potenziale, weil aus so vielen Ländern hätten wir sie für eine Live-Performance nicht einladen können. Dann wäre es zu teuer geworden. Ja. Allerdings gab es bei der digitalen Performance, wir haben als erste Mal so eine Hip-Hop-Battle digital gemacht. Da gab es natürlich auch noch ein paar Probleme, ja. Also wir arbeiten ja da auch ganz stark mit Try and Error und versuchen Dinge weiterzuentwickeln und gucken, wo passt, wo ist es schlecht. Und das gilt natürlich auch für Performance-Künstler. Also wie setzt du Arbeiten ins Digitale, die eigentlich für live bestimmt sind? Das ist schwierig. Vor allem, wenn ich da noch einmal so eingrätsche, so, das ist gerade, was musikalische Performances angeht, auch wirklich noch, also so finde ich auch ein riesiger Punkt, weil tatsächlich ohne diesen Schalldruck und ohne das Gefühl, in dem Raum zu sein, in dem das stattfindet, da kannst du ja auch direkt die Platte kaufen, zu Hause hören, so als so ist es. Qualitativ hochwertig aufgenommenes Studioalbum. So. So ist es. Und bei vielen Theatervorstellungen kannst du dir auch überlegen, ob du dir nicht lieber einen Film anguckst, weil die können mit dem Medium besser umgehen, wenn es digital ist. Und trotzdem finde ich, muss man da halt die Chancen rausnehmen. Und wir haben im Moment so die Strategie, dass wir eher versuchen, nicht mehr so wie am Anfang, wir machen jetzt schnell Aktionismus und überlegen uns ganz viele Projekte, dass wir noch einen Spielplan haben.
jetzt versuchen wir eher, und das ist bei euch vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, dass wir Dinge machen, die auch für die Zukunft, für die nachpandemischen Zeiten interessant sind. Ja? Also da sind hybride Veranstaltungen eine Geschichte, aber auch bei Performances oder bei Tanzveranstaltungen von Anfang an genauer darüber nachzudenken, wie man das Leben einer Live-Vorstellung, was ja eigentlich unser Ziel ist, wie man es aber auch ins Digitale übersetzen kann, was eben eine Übersetzung und nicht nur ein Abfilmen ist. Und ich glaube, wenn man das macht, kann man mittelfristig, also wenn man zweigleisig fährt, also jetzt für die Zukunft, wenn die Zeiten wieder besser werden, dann können wir mittelfristig mehr Publikum erreichen. Und ob das dann natürlich klappt, wissen wir auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sich jemand digital was anguckt, wenn er auch wieder live kommen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und da wirklich umsichtig zu entwickeln, so dass wir es später auch darauf aufbauen können, das ist gerade so die Strategie, die wir fahren. Und die zweite Strategie, das war auch schon nach dem ersten Lockdown, so schnell wie möglich auch wieder live gehen. Also und wenn es eine 1:1 Performance, wenn es ein Walk ist, wenn es, also aber so schnell wie möglich wieder live gehen, unter Beachtung der jeweiligen pandemischen Regeln, weil wir, ich glaube, ich könnte den Job nicht machen und ich könnte auch die Zeit nicht durchhalten, wenn ich nicht total natürlich auch an das Live-Erlebnis glauben würde. Und das ist ja bei uns allen so. Wir brauchen die vibrierenden Körper oder die Menschen, die auch dicht stehen, die Begegnung, das Quatschen, das im Club so laut schreien, dass einem fast die Ohren rausfallen. Das gehört irgendwie alles dazu. Das fehlt einfach. Das sind auch Momente, wo ich jetzt gerade so denke, dass es halt auch rein psychisch für einen Großteil oder für einen Teil der Bevölkerung auch einfach schwierig, völlig auf Abstand zu sein. Also so gerade dieses, selbst wenn du nur wo in einem engen Gang vorbeigehst und schiebst dich da zwischen ein paar Leuten durch, hast ja schon was erlebt eigentlich quasi. Und das ist ja, das hat man vielleicht davor völlig unbedacht gemacht. Klar. Ich denke, das wird auch noch ein bisschen anders werden. Klar, und es fehlt uns natürlich auch. Ja. Also die körperliche Distanz oder auch dieses, jeder Mensch, der an einem zu nah vorbeigeht, ist ein potenzieller Feind. Das ist ja total absurd. Ich hoffe, wir haben heute darüber diskutiert, ob man jemals sich wieder die Hand geben wird, ob man sich jemals wieder umarmen wird. Ich glaube schon. Aber ja, bestimmt. Ja, also ich glaube auch dran, weil ich habe auch das Bedürfnis, das wieder zu tun. Aber mal sehen. Ja, ich sag auch mal so vielleicht abschließend ein bisschen makaber, aber die spanische Grippe ging ja auch rum und man hat danach wieder weitergemacht irgendwie so. Ganz genau, es gab ja viele Pandemien, die, das ist ja auch so eine Frage, werden nach der Pandemie eigentlich die Zeiten besser oder schlechter? Wissen wir ja eigentlich nicht, aber was man weiß ist, dass es nach Pandemien, das waren oft so Innovationsschübe. Jetzt wissen wir leider, dass Innovation, das hat ja schon... die Frankfurter Schule, Horkheimer, die haben das ja schon, Benjamin haben das ja nachgewiesen, Innovation heißt ja nicht mehr, es verändert sich zum Besseren. Die haben ja eigentlich die Aufklärung widerlegt. Ja. Das heißt, Innovation heißt nicht, es wird was besser. Also Innovationen gab es in Pandemien. Aber vielleicht, wenn wir mal hoffen, dass die Innovationen mal zu gesellschaftlich positiven Veränderungen führen, kann man einen kleinen Hoffnungsschimmer haben. Und ich glaube, wir müssen auch dafür kämpfen, dass es sich zum Positiven verändert nach der Pandemie. Ja. Und dass nicht... der Turbokapitalismus noch weiter beschleunigt wird und die Schere zwischen Arm und Reich, die ja eh immer größer wird, noch größer wird. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns auch doch dafür einsetzen, daran zu glauben, dass nach der Pandemie vielleicht manche Dinge sich auch zum Positiven verändern können. Ja, und nicht nur vor der nächsten Pandemie. Genau. Aber ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein utopisch hoffnungsvolles Schlusswort. Danke, Amelie, dass du hier bei uns zu Gast sehr gerne, was a pleasure und live hat mir auch Spaß gemacht. Genau, an dieser kleinen Bar, die vielleicht irgendwann wieder laufen wird. Genau. Okay, dann viel Spaß beim Weiterschauen in der Sendung und tschüss.